war der erste Showdown zwischen Officer Jefferson Davis und dem Prowler. So, willkommen zurück. Stundenlang im Frachtcontainer warten, wir müssen jetzt zur Buchmesse. Ich wünschte fast, er hätte mich... Bin ich da eine Schnellreise? Nee, kann ich nicht. Damals dort erwischt. Ich wollte nie, dass er da rein... Ab zur Buchmesse. Naja, ich bin froh, dass du da jetzt raus bist. Pass auf dich auf, Ob. Du auch, Mann. Mach ich. Na. Super. Ist aber geil, ey. Ist das... Mann, ich bin seit Jahren nicht dort gewesen. Als wir noch im alten Pugel-Büro waren... Haben wir uns dort versteckt? Sollen wir hier umziehen? Okay. Aber das ging schnell. Hey Miles, was geht? Hey, schön dich zu sehen. Mann, ich kann nicht glauben, dass Mr. Atlas hier in der BV sein wird. Vielleicht bekomme ich dann eins dieser Stipendien. Wenn er meinen Sound macht. Der steht da hinten rum. Genki und der Haley. Hey, Miles! Hier drüben! Geht. Hey. Puh, da bist du ja. Ich will mit ihm sprechen über... Das Computer-Physikprogramm. Die Vermisstenmeldung ging vor einer halben Stunde ein. Was ist passiert? Das ist alles. Wir wissen es nicht. Sie wollte was aus ihrem Auto holen und dann... Oh, was ist da passiert? Was ich gehört habe, war vermisst und Meldung. Ich würde sagen, ja. Geh schon. Wir halten den Platz frei. Perfekt. Die Direktorin einholen. Vielleicht kann ich mehr rausfinden. Ja, was ist denn rum? Jetzt gehen Sie die ganze Zeit. Haben Sie persönliche Sachen von ihr? Ja, sie hat ihr Handy dagelassen. Ist es entsperrt? Haben Sie eingehend. Na bitte. Nur ein paar Mitteilungen vom Fitness-Tracker. Er zählt ihre Schritte, wo auch immer sie ist. Die Schüler hängen sehr an Miss Ferguson. Ich hoffe, sie ist okay. Bitte finden Sie sie. Wir tun unser Bestes. Miss Ferguson wird vermisst? Oh Mann. Sie trägt offenbar noch ihren Fitness-Tracker. Vielleicht kann ich das Signal finden. Soll ich die gute Frau jetzt suchen? Okay. Mal sehen, wo dieser Fitness-Tracker ist. Letzter bekannter Standort, Dawson Harbor. Geht ja. Ist ja nicht so weit. Haley Cooper wird gestartet. Miles, Mr. Atlas ist da. Wann kommst du? Oh Mann, ich muss erst Miss Ferguson finden. Ich beeil mich. Er verteilt gerade Bewerbungsformulare für Stipendien. Mann, kannst du mir eine besorgen? Nein, noch besser. Habe dir einen Link geschickt. Danke. Viel Glück und beeil dich. Mach ich. Heyo, Miles! Was geht's, Genki? Kann das warten? Nicht wirklich! Mr. Atlas ist hier. Ich habe ihm gesagt, dass du wegen was Ehrenamtlichem nicht hier sein kannst. Warum die denn also drin? Will er mit dir telefonieren. Passt es gerade? Danke, Genki. Aber es passt gerade echt nicht. Hier ist er, Mr. Atlas. Ich weiß, Sie müssen Ihren Flug kriegen. Genki! Hi, Miles? Ja! Hallo? Und während der Schlägerei noch telefonieren. Nein, ich mache es passen. So bin ich. Super. Ich höre, Sie interessieren sich für unser Musiktechnologieprogramm. Erzählen Sie mir doch was. Was haben Sie für Hobbys? Hobbys? Ich habe gern Musik produziert, aber
Es ist schwer, Zeit dafür zu finden. Jackie hat mir ihre Samples gezeigt. Sehr beeindruckend, besonders die mit der Kugel schwingen. Was hat sie dazu inspiriert? Ja, tut mir leid, ich muss los. Ich ruf zurück oder schreib eine E-Mail. Das hätte besser Lager aus. Wie komme ich denn da rein? Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig zurück und kann Mr. Atlas persönlich treffen. Ein paar Dinge klären. So, damit wären die aus dem Verkehr. Mal sehen, wohin das Signal führt. Da ist sie. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Oh, den hab ich gut erwischt. Ich hab dich. Bist du okay? Mir geht's gut. Aber woher wissen die Leute, dass ich für Rand gearbeitet habe? Das finden wir raus, wenn die Geiselsituation vorbei ist. Versteck dich. Ich werde die übernehmen. Zeit! Die kommt daraus. Ich fasse es nicht. Du hast sie ganz allein erledigt? Das gehört eben zum Job. Wollen wir? Hast du etwa vor, mich zu tragen? Ja, ich trage öfters Leute. Ich bräuchte nur eine mündliche Bestätigung, dass du mich nicht verklagst, falls ich dich vollkotze. Ist hiermit bestätigt. Aber eine Vorwarnung wäre nett. Spider-Man ist unsere geschätzte Lehrerin Miss Ferguson wieder wohlbehalten bei uns. Zum Zeichen unseres Dankes ist es mir eine Ehre, Spider-Man zum offiziellen Helden von Brooklyn Visions zu erklären. Du bist hier immer willkommen, Spider-Man. Dankeschön. Und jetzt zurück zum Quad. Wir müssen hier einen Roboter vorführen. Nicht viel Zeit. Hi, Miles. Ich weiß dein Interview-Engagement zu schätzen, aber ich habe gemerkt, dass du mit Wichtigerem beschäftigt warst. Mr. Sinclair hat ein gutes Wort für dich eingelegt, Direktorin Evans auch. Also machen wir es richtig und treffen uns auf dem Campus. Diese Woche. Ja, ist ja perfekt. Hat auch Glück gehabt. Auf dem BV-Campus gab es ein paar App-Anfragen. Wollte nur Bescheid geben. Okay, da müssen wir mit. Wo ist er noch was? Spider-Man, kannst du... Was ist los? Alles okay? Lance, er wurde entführt. Bei Midtown. Habt ihr morgen nicht ein wichtiges Spiel gegen die? Darum geht es ja. Hier in der Notiz ist es erklärt.
Der Bootsegel, den Vorrat, doch, das solltest du steuern. Ich glaube, die Notiz führt zum Stuart-Gebäude, aber wir kommen nicht aufs Dach. Verstehst du nun das Problem? Ja, ich sehe mich um. Ach, dieser RJ. Ich hätte ihm nicht die Tür aufhalten sollen. Halt! Das Stuart-Gebäude? Warum haben die Midtown-Jungs Lance dorthin gebracht? Schau mir nach. Hast du ihn schon gefunden? Noch nicht. Aber ich muss was wissen. Wieso das Stuart-Gebäude? Ein Bivi-Schüler hat letztes Jahr einen Robotikwettbewerb gegen Midtown gewonnen. Midtown hat verloren. Klingt, als wäre Midtown nicht sehr glücklich darüber. Sobald wir Lance haben, werden sie sich noch mehr ärgern. RJ hat wohl noch eine Nachricht hinterlassen. Okay. Wenn ich Lance finden will, muss ich irgendwie okay, das Lichtschalter auf das Wandbild richten. Vielleicht kann ich diese Strahlen neu ausrichten. Klasse. Die alte Kiste hat sicher nichts dagegen, wenn ich ihr einen kleinen Schubser gebe. Mach so, den wegziehen. Versteckte Nachricht. Wusste ich's doch. Wir schwarzen Künstler stehen geeint. Der nächste Hinweis bei Eleband erscheint. Schwarze Künstler. Haley ist die Kunstexpertin. Ich ruf sie an. Ich habe gehört, dass du nach Lance suchst. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Midtown macht es uns nicht leicht. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich schick dir ein Bild. Schwarze Künstler. Gleichgesinnte. Es gibt viele solcher Wandbilder an der Ecke Rodney und Dritte. Aber keine Ahnung, was Eleband bedeutet. Danke, Haley. Ich schulde dir was. Ein Danke reicht mir. Aber Kaffee geht immer. Jederzeit. Guten Kaffee. Guck, zu weit. Viele Wandbilder hier. Auf allem muss eine versteckte Botschaft sein. Wie sieht's aus? Ich hab Lance bald. Glaube ich. Midtown hat überall in der Stadt Botschaften auf Wandbildern versteckt. Ich suche gerade bei der Ecke Rodney und Dritte nach dem nächsten Hinweis. Bei Anders Alabans Gemälde? Ergibt Sinn. Alaband? Midtown erwähnte ihn in einem Hinweis. Wer ist das? Das Kunstwunderkind der Brooklyn Visions, das jetzt am Musée de la Vie in Paris forscht? Vielleicht sind sie neidisch, weil sie keinen so tollen Absolventen haben. Was mache ich denn hier? Die Konkurrenz ist groß. Eure Chancen verrinnen. Die Besten der Region werden bald gewinnen. Hey, Haley. Ich hab dir noch ein Bild mit einem Hinweis geschickt. Das größte in der Gegend. Wenn das wieder ein Wandbild ist, dann probier North Williamsburg. Hatten BW und Mitter und da nicht letzte Woche ein Schachspiel? Ja, bei den Regionals. Endete unentschieden. Aha. Das erklärt, warum Mitter so verbittert ist. Hier ein paar Bürger grüßen. Ich seh's mir an. Oh. Nicht auf die einschlagen. Zwei Bilder diesmal? Mann! Midtown will echt nicht, dass wir Lance finden. Zum Glück hat die Brooklyn Vision Spider-Man auf ihrer Seite. Kriegen Sie nur dieses Equipment her. Dieses Setup ist beeindruckend. Also, übertrieben beeindruckend.
hatten sie überhaupt genug Zeit, alles aufzubauen? Maine. Wie in Main Street? Auf der Main Street gibt's hunderte Häuser. Hey, das war, glaube ich, nur der erste. Ich brauche mehr Details. Moment. Warum leuchtet nur eine? Da muss noch etwas fehlen. Naja, wenn ich Zeit habe, Spider-Man zu sein. Es gibt also zwei Bahnen? Eins muss ich mir tauen lassen. Sie haben sich echt Mühe gegeben. Hm? Ja, muss ich irgendwo hier oben umblinken. Den hier. Irgendwas rum. Gibt es zwei Bahnen? Geht's wieder rüber? Den hier drehen. Da haben wir doch. Das muss die Hausnummer sein. Endlich. Okay, was steht da? 1121 Main Street. Da verstecken sie sicher Lance. Da mal hin. Ich glaube, ich hab Lance. 1121 Main Street. Lance? Bist du hier, Kumpel? Vielleicht ist er hier drin. Lance der Löwe. Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Einer von euch muss RJ sein. Spider-Man? Das ist unfair. Brooklyn Visions hat geschummelt. Wow, Spider-Man? Vivi hat's wohl nicht allein geschafft. Hat echt Spaß gemacht, Leute. Aber jetzt muss ich ihn nach Hause bringen. Kumpel. Bin unterwegs und ich bringe einen flauschigen Freund mit. Lance, du hast ihn. Geht's ihm gut? Ist er verletzt? Er sieht putzmunter aus. Sie hatten ihn in einer Garage. Er war ziemlich staubig. Er braucht vielleicht ein Bad. Komm schnell zurück. Wir warten auf ihn. Bin unterwegs. Du hast ihn gefunden. Na sicher. Lance! Oh, Lance ist zurück. Spider-Man hat ihn zurückgeholt. Super, Spider-Man. Danke, dass du Lance zurückgebracht hast. Und rechtzeitig zum Spiel. So, Freunde. Das haben wir erledigt. Und beenden die Folge hier. Und hören uns in der nächsten. Ciao.